Als erstes war das die Reaktion. Also der nichts arbeitet, der soll was bekommen. Das ist ungerecht. Also grundlegend müsste man halt das Vertrauen einfach mal geben. Also, weil sonst kann man es ja auch nie testen, wenn man es nicht macht. Weil sonst bleibt man Gefangener seiner selbst und Gefangener der Bilder, die man hat. Irgendwie müsste es man ja mal wagen. Also ich denke auch ein Benedikt mit seiner Klosteridee, der hat es ja einfach mal dann gewagt. Ob es gelingt, wusste er ja nicht. Aber aus der Erfahrung heraus hat er seine Regel geschrieben und hat die Schwachstellen erkannt, wo man etwas ändern muss oder wo man durchgreifen muss oder wie man etwas gestalten muss, dass es dann besser rauskommt. Und so wäre es, denke ich, auch beim Grundeinkommen. Und was es auch dazu braucht, ist, denke ich, eine Großzügigkeit. Und das heißt dann für mich, dass ich die Arbeit, die ich mache, eigentlich mit dem Herzen mache, mit der inneren Einstellung richtig mache und nicht, weil ich muss, sondern aus einer inneren, tieferen Überzeugung, dass es richtig ist, die Arbeit dann auch tue, weil dann bekommt die Arbeit auch einen anderen spirituellen Gehalt. Es ist nicht einfach, weil ich muss, sondern weil ich mit meiner Arbeit auch etwas bewirken kann und etwas von mir in diese Arbeit hineinlege. Und das wäre das Gestalten der Welt, dass man so arbeitet, dass eben Gott verherrlicht wird und da hätte man die Dimension, dass es dem anderen nicht schadet, dass es die Würde des Menschen nicht verletzt, dass es aber auch die Beziehung in dem Sinn zu Gott nicht untergräbt und dass es auch die Natur nicht zerstört. Und das ist für mich schon maßgeblich, dieser Einklang von Arbeit und innerer Überzeugung. Es geht ja nicht, weil es kann doch nicht sein, dass man nur damit die Aktionäre wieder befriedigt werden mit einem Bonus und das Betriebsergebnis eines Geschäftes, der Gewinn, dass man den hochhalten kann, indem man halt dann wieder 500 oder 5000 Leute einfach rausschmeißt und diesen Lohn nicht bezahlt. Dafür geht man dann in ein Billigland, wo halt dann die Lohnkosten ein Drittel sind, oder weiß ich was. Also das kann ja nicht gut gehen. Die Schere wird ja größer, die Reichen werden immer wie reicher und die Ärmen immer wie ärmer. Und der Mittelstand, der wird normalerweise auch immer wie ärmer, außer durch einen Zufall kann er einen Sprung machen.